Red Bull Salzburg hat im Heimspiel gegen Wiener Neustadt die Möglichkeit, sich vorzeitig zum österreichischen Meister zu küren. Das gelingt auch letztendlich eindrucksvoll mit einem klaren 5:0-Sieg. Nach 16 Minuten gibt es aber leider eine unschöne Szene. Alan fährt gegen Dennis Mim den Ellbogen aus. Es ist eine aktive Bewegung vom Brasilianer. Wenn Schiedsrichter Muckenhammer dies sieht, muss er auch rot zeigen. Also völlig unnötige Aktion hier von Alan. Wiener Neustadt steht in der Anfangsphase sehr kompakt. Bisher bis zur 22. Spielminute. Soriano mit der Top-Gelegenheit. Dennis Mim rettet für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Praktisch im Gegenzug. Der Tabellenführer ist weit aufgerückt, spielt mit hohem Risiko. Thomas Pichelmann mit der Möglichkeit. Wird dann aber zurückgepfiffen. Soll im Abseits gestanden sein. Es war aber wohl eher gleiche Höhe mit Stefan Ilsanker. In dieser Phase geht es Schlag auf Schlag. Nur eine Minute später die Bullen über Stefan Ilsanker. Der mit gutem Auge für Alan. Der behält die Ruhe, stellt auf 1:0. Es ist kein Abseits, alles korrekt. Alan mit dem Abschluss dann ins kurze Eck, erzielt sein 22. Saisontor. Insgesamt spielen das die Salzburger sehr clever zu Ende. Und ein wenig Erleichterung ist da Roger Schmid auch anzusehen. Die Gäste aus Niederösterreich, bei denen es insgesamt 6 Neue in der Startformation gibt, halten stark dagegen. Stefan Rakowitz mit der Riesenmöglichkeit auf den Ausgleichstreffer. Peter Kulacsi verhindert diesen aber mit einer guten Parade. Wenn die Salzburger gefährlich werden, hat meistens ein Akteur seine Beine im Spiel und das ist Alan. Der wird hier von Soriano bedient. Tolle Schusstechnik, alleine Torhüter Vollenhofer verhindert Schlimmeres. Kurz vor der Pause dann folgende Szene. Die Salzburger kombinieren flüssig. Über Kevin Campbell kommt wieder dieser Alan an die Kugel. Der dann auf Kapitän Soriano in der Nachspielzeit in Hälfte 1 gelingt dem Spanier das 2:0. Alan dabei mit dem tollen Pass. Soriano mit dem idealen Laufweg. Erzielt trocken sein 26. Saisontor. Es ist somit ein idealer Schlusspunkt für die Salzburger in den ersten 45 Minuten. Es kehrt auch nach Wiederbeginn die spielerische Leichtigkeit zurück. 57. Spielminute, Christoph Leitgeb sucht Alan. Was macht der? Sehenswerte Einzelleistung und dann das 3:0. Leitgeb auf den Torschützen, das ist kein Abseits. Alan trickreich, feiner Haken, technisch starker Abschluss mit der Innenseite, schnürt seinen Doppelpack. Die Bullen spielen weiterhin konsequent nach vorne. Wiener Neustadt bricht in Folge auseinander. Florian Klein mit Platz und dann der idealen Vorlage für Sadio Mané, 70. Minute und der nächste Treffer für die Elf von Roger Schmidt. Klein macht das ausgezeichnet, bilderbuchmäßig auf Mané, der bereits mit seinem 13. Tor im laufenden Wettbewerb. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. 3 Minuten vor Ende gibt es noch den Schlusspunkt und zwar Soriano steckt durch auf Alan, der mit einem Triplepack und Saisontor Nummer 24. Soriano dabei mit perfekter Vorlage, alles korrekt. Alan bleibt cool im Abschluss. Die Salzburger feiern den 5. Titel in der Red Bull-Ära. Es ist die früheste Titelentscheidung in der Bundesliga-Historie. Ja, und die obligatorische Bierdusche gibt es auch noch für den Trainer.